Der Prüfungsausschuss ist da und der Prüfungsausschussvorsitzende. Herr Behrens, ich bedauere sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich als staatlicher Schulaufsichtsbeamter Einspruch erhoben habe gegen die Bewertung Ihrer schriftlichen Hausarbeit mit sehr gut. Zwar bezweifle ich nicht das wissenschaftliche Niveau Ihrer Arbeit, habe aber verfassungsrechtliche Bedenken. Soweit der Prüfungsvorsitzende zur zweiten Lehrerprüfung. Was hatte ich gemacht? Ich hatte mit den Grundschülern ein Projekt zum Thema Arbeit entwickelt und das natürlich auch praktisch durchgeführt. Ganz im Geiste der aufbrechenden 68er, die nun in die Schulen drängten. Hans-Joachim Gamm, der schreibt in einem Vorwort hier, Frank Behrens geht als Marxist davon aus, dass die Arbeit der zentrale menschliche Erfahrungsbereich ist und dass in ihrem Vollzug Selbstverwirklichung oder Selbstzerstörung der Person stattfindet. Er geht so zu Werke, dass Grundschüler an die gesellschaftliche Realität herangeführt werden. Damit ermöglicht er ihnen, die Tätigkeit der Eltern heute wie ihre eigene Arbeit morgen zu verstehen. Er half ihnen, Arbeit als Konfliktbereich zu sehen und zu erkennen, dass Menschen ihre eigenen Verhältnisse schaffen und auch verändern können. Da gab es aber nun ein Problem. Der Oberschulrat hatte verfassungsrechtliche Bedenken und bezog die insbesondere darauf, dass im theoretischen Teil der Arbeit die Überführung von Unternehmen in gesellschaftliches, in sozialistisches Eigentum angesprochen und auch durchaus gefordert worden ist. Gegen den Einspruch des Prüfungsvorsitzenden habe ich dann Widerspruch eingelegt und dabei natürlich auch gerne mich nicht nur aufs Grundgesetz, sondern auf die Bremer Landesverfassung berufen, in der es dann unter anderem heißt im Artikel 42, dass Betriebe, Unternehmen in Gemeineigentum überführt werden müssen, wenn sie sozusagen, jetzt verkürze ich etwas, aus Nazi-Unternehmen stammen und immer noch die Gefahr eines politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Missbrauchs in sich schließen. Oder Unternehmen, deren Wirtschaftszweck besser in gemeinwirtschaftlicher Form erreicht werden kann. Können, heißt es da, durchgesetzt können in Gemeineigentum Unternehmen überführt werden, die zum Beispiel mit öffentlichen Mitteln für Rüstungszwecke geschaffen worden sind oder unterstützt werden und die daraus entstandenen neuen Unternehmen oder Unternehmen, die volkswirtschaftlich notwendig sind, aber nur durch laufende staatliche Kredite, Subventionen und so weiter bestehen können. Da fallen einem auch jetzt ein paar ein. Oder auch Unternehmen, die aus eigensüchtigen Beweggründen volkswirtschaftlich notwendige Güter verschwenden oder die sich beharrlich den Grundsätzen der sozialen Wirtschaftsverfassung widersetzen. Welche Unternehmen, an welche Finanzinstitute denkt man da vielleicht heute? Ne? So, Anfang 1974 dann wurde mein Widerspruch abgelehnt. Unter Anwürdigung, wie es hieß, eines angeforderten Gutachtens wurde es als neomarxistisch klassifiziert, wurde doch hier, Zitat, eine über 100 Jahre alte und überholte bzw. revisionsbedürftig gewordene Lehre vertreten. Es heißt dann nicht wissenschaftlicher Anspruch, sondern marxistischer Glaubenseifer kennzeichnet die Arbeit. Das Unterrichtsprojekt, Zitat, sei ein Musterbeispiel für antikapitalistische Erziehung. Das war aber nicht als Kompliment hier gemeint. Zwei Wochen später wurde mir mitgeteilt, dass die schriftliche Hausarbeit nun statt 1, statt sehr gut, nur mit der Note ungenügend, also 6, bewertet werden kann. Das hieß, Prüfung nicht bestanden. Alles das nach radikalen Beschluss, aber noch vor der großen Welle der Berufsverbote. Die Presse griff das auf, auch aufgrund der Kuriositäten natürlich. Die Eltern meiner Schüler, der damaligen taten sich sofort zusammen, bildeten eine Elterninitiative, schrieben einen Brief an den damaligen Bildungssenator Moritz Tape. In Bremen seit Jahrzehnten war das natürlich immer sozialdemokratische Regierung. Die Vermutung, dass nicht die Prüfungsarbeit, sondern dass Herr Behrens, schrieben die Eltern, wegen seines Engagements in der DKP hier mit einem Berufsverbot belegt werden soll, wurde dann vom Senator strikt zurückgewiesen. In einer 7-Punkte-Erklärung, die auch dann über die Presse veröffentlicht wurde, wurde dann der Vorwurf noch ein bisschen ausgeschmückt, also Indoktrination der Schüler.
Man muss sich nochmal klar machen, in dieser Zeit, also radikalen Erlass der Ministerpräsidentenkonferenz, vorher schon war der Hamburger Senat aktiv geworden, hatte seinen Extremistenbeschluss gefasst. Zeitungen hatten dicke Schlagzeilen dort, 100 Kommunisten im Schuldienst, wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Der Bremer Senat tat sich auch gleich hervor. Horst Holzer, Medien- und Kommunikationswissenschaftler, wurde aufgrund seiner Kompetenz auf Platz 1 der Bewerbungsliste gesetzt. Der Bremer Senat verhinderte seine Berufung. Was durch die Bank immer wieder bei allen Fällen eine Rolle da spielte, war natürlich die antikommunistische Grundhaltung. Gerade auch bei vielen, muss man ja sagen, rechten Sozialdemokraten. Das war die Zeit der neuen Ostpolitik. Die CDU trieb die SPD vor sich her. Misstrauensantrag gegen Willy Brandt, um das nur stichwortartig zu nennen. Gleichzeitig war aber eine gewisse Hemmung da, tatsächlich jetzt hier, zumindest in meinem Fall, sich schon wegen der DKP-Mitgliedschaft so zu äußern. Es gab heftige Reaktionen in der Öffentlichkeit, auch in Teilen der SPD, muss man sagen. Für mich war natürlich sehr gut und angenehm, dass sich eine ganze Reihe Wissenschaftler zu der Arbeit dann geäußert haben, als Gegengutachten sozusagen zu dem offiziellen. Wolfgang Klafke zum Beispiel schrieb, der Unterstellung, unverantwortliche Methoden gegenüber Kindern einer dritten Grundschulklasse ausgeübt zu haben, muss er eindeutig widersprechen. Es handelt sich hier um ein sehr differenziertes Unterrichtskonzept, das mit Sachkenntnis und großem didaktischen und methodischen Geschick angelegt worden ist. Oder Klaus Mollenhauer, der zu dieser Zeit hier in Göttingen an der Uni Leiter des Pädagogischen Instituts oder Direktor des Pädagogischen Instituts war, schrieb, ein solches Verfahren zu diffamieren würde bedeuten, jede Form des didaktischen Experiments aus der Schule zu verbannen. Wenn etwas den Namen Dogmatismus oder Indoktrination verdient, dann wäre es dieses, nicht aber das in der Arbeit Verwendete. Diese und andere Gutachten noch änderten aber nichts. Der Magistrat und Senat, beide waren wild entschlossen, mich sozusagen rauszuschmeißen. In der Öffentlichkeit wuchs der Widerstand sehr schnell, muss man sagen. Es bildete sich wie überall im Lande dann in den nächsten Jahren ein Komitee gegen Berufsverbote. Der Magistrat wollte nun ernst machen. Bisher hatte das ja noch nicht geklappt. Ich war ja immer noch Lehrer an der Schule. Am 16. Januar 1975 teilte er daraufhin dem Personalrat mit, dass der außerplanmäßige Lehrer Behrens wegen Nichtbewährung entlassen werden soll. Personalrat inzwischen war dagegen. Vorher war er auch mal dafür, muss man sagen, auch eine Reihe GEW-Mitglieder. Und die Einigungsstelle akzeptierten diesen Vorschuss des Magistrats nicht. Das Gericht wies den Prüfungsausschuss an, die Arbeit erneut zu bewerten. Die Gutachter, die beiden, sagten wieder 1-1. Der Vorsitzende legte 6 fest. Damit war das erledigt sozusagen. Um aber nun ganz sicher zu gehen, leitete der Magistrat zusätzlich ein Disziplinarverfahren gegen mich ein, mit dem Vorwurf der schweren Dienstpflichtverletzung und der Folge der Entlassung. Der Vorwurf bezog sich dann auf das, was ich nicht nur denke, sondern getan habe, also nach Magistratsauffassung und Senatsauffassung Indoktrination der Schüler. Nun passierte Folgendes. Im Februar 1975, das Bundesverfassungsgericht urteilte in Sachen Anne Lenhardt, ich weiß nicht, ob die Kollegin hier ist heute, die wegen ihrer Mitgliedschaft auch entlassen werden sollte oder entlassen worden war, dass allein Zweifel am Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Bewerbers oder der Bewerberin hier ausreicht, denn allein der Parteibeitritt aufgrund einer freien Willensentscheidung ist ja aufgrund einer freien Willensentscheidung erfolgt. Mit diesem Urteil haben wir es leichter, erklärte dann der städtische Untersuchungsführer in der lokalen Presse in aller Offenheit. Und der Magistrat schlussfolgerte nun, anders als vorher der Senator,
Wegen Ihrer Mitgliedschaft in der DKP halten wir Sie für ungeeignet für den Dienst als Lehrer und beabsichtigen Sie, wegen Nichteignung zu entlassen. Es hagelte in der Stadt und darüber hinaus viele Proteste. 111 Bremerhavener Lehrer setzten eine große Zeitungsanzeige in die Lokalzeitung als offener Brief, um mit der Forderung an den Magistrat die Entlassung zurückzunehmen. Der Bürgermeister Alfons Tallert, selbst Verfolgter, selbst Sozialdemokrat, wandte sich nun mit einem fünfseitigen Brief an jeden Bremerhavener Lehrer. Zum Schutze unserer Bediensteten vor unüberlegten Handlungen warnte er die Lehrer vor einer kleinen Sympathisantengruppe in den Kollegien, mit Unterschriften für Herrn Behrens und gegen den Magistrat Stellung zu nehmen. Das brachte natürlich weiteren Widerstand hervor. Proteste wie zum Beispiel 40 Bremer und Bremerhavener Pastoren forderten nun endgültig Schluss zu machen mit meinem Berufsverbot. Aber der Dienstherr dachte anders. In den Sommerferien, das ist ja immer für manche Entscheidungen beliebter Zeitraum, wurde der sofortige Vollzug der Entlassungsverfügung angeordnet. Vorwürfe, aktive Mitgliedschaft in der DKP, Erziehung zum Klassenkampf, Verhalten gegenüber dem Dienstherrn. Dieser erneute Versuch stieß nun auf noch größeren Widerstand im In- und Ausland. Solidarität kam von immer neuen Gruppen auch. Das Bremer Theater führte ein Stück auf, wo mein Fall und einige andere Fälle verarbeitet wurden. Das Verwaltungsgericht hob den sofortigen Vollzug auf. Der Magistrat setzte mich dann in anderen Schulen ein, und zwar mit der Auflage in keinen, wie es dann hieß, gesinnungsbildenden Fächern. Praktisch sah das so aus bei den Fünfjährigen in der Grundschule und Hauswirtschaft bei Hauptschülern, was mir später sehr genutzt hat, die Hauswirtschaft. Aber das Wichtigste für mich natürlich und auch für ein paar andere, ich war immer noch weiterhin in der Schule. Die Entlassungsverfügung hob das Verwaltungsgericht erneut auf. Es gab inzwischen eine ganze Reihe von Protesten, auch innerhalb der SPD, muss man sagen. Brandts Äußerung, die vorhin zitiert worden ist, trug sicherlich dazu bei. Koschnick, Bremer Bürgermeister, bekannte auch, dass das wohl alles nicht so gut gelaufen ist. Aber neben dieser sehr angenehmen Unterstützung taten sich natürlich auch andere Kräfte auf. In der GEW, Betriebsgruppe einer Bremerhavener Schule, wurde dann kolportiert, dass ich mit Bremerhavener Kindern in ein Kinderferienlager gefahren sei und dort mit denen eine Ausbildung an Schusswaffen ausgeübt habe. Weder das eine noch das andere stimmte. Natürlich wäre ich auch mit Kindern vielleicht in die DDR gefahren, aber das Letztere hätte ich nicht gemacht, auch als Kriegsdienstverweigerer nicht. So, es passierte dann ein politischer Wechsel, es gab einen neuen Oberbürgermeister in Bremerhaven. Da sich nun die Widersprüche sehr zugespitzt hatten, zog der letztendlich den richtigen Entschluss. Nach mehr als 10 Jahren wurde ich dann Beamter auf Lebenszeit. Seit 1.8. bin ich im Ruhestand. Fällt mir immer noch schwer, dieses Wort Ruhestand positiv sozusagen zu besetzen. Der Magistrat selber lud dann anlässlich dieses Ereignisses ein, mit einer netten Karte und mit Stadtsiegel und so weiter, heißt es dann, der Stadtrat für Schule und Kultur lädt Sie anlässlich der Verabschiedung des Leiters der schulischen Dienste des Lehrerfortbildungsinstitutes Frank Behrens herzlich zu einem Empfang ein. Da haben sich viele gefreut, ich natürlich auch. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war einer von 70 Fällen alleine in dem kleinen Bundesland Bremen. Bremen war dank dieser Anstrengungen der sozialdemokratischen Regierung Spitzenreiter in der Bundesrepublik. Mit 4,3% aller Berufsverbotsfälle, bezogen auf die Bevölkerung natürlich. Hamburg und Berlin folgten dann in dichten Abständen.
In Bremen gab es dann immer noch so interessante Varianten. Die bundesweit geltende Regelanfrage wurde in Bremen ergänzt um den Erlass des leitenden Schulaufsichtsbeamtes, der so in Bremen zumindest als Eisenhower-Brief in die Geschichte einging. Der Schulaufsichtsbeamte forderte kurzum alle Schulleitungen auf, Kollegen zu melden bei politischen Aktivitäten wie Verkauf der KVZ-Materialien des KBW und anderer Parteien und Organisationen. Diese Meldungen sozusagen waren dann später oft Grundlage für Anhörungen. Aber man wollte eben nicht nur Gesinnung, das fand man ja sozusagen fortschrittlich jetzt, auf den Prüfstand setzen, sondern auch das konkrete Verhalten derjenigen, die beschuldigt worden sind. Um einen Eindruck über dieses Denken zu bekommen, würde ich gern kurz zitieren aus diesem sogenannten Eisenhower Brief, also leitender Schulaufsichtsbeamter. Bei einer Bewährungsbeurteilung ist der Schulleiter neben eigenen Beobachtungen unter anderem bei schulischen, außerschulischen, öffentlichen Veranstaltungen auch auf Mitteilungen von Kollegen, Schülern und Eltern angewiesen. Hat der Schulleiter Zweifel, soll er dem nachgehen. Je offener und direkter das geschieht, desto schneller zerfällt der Vorwurf der Schnüffelei und der Zuträgerei. Ich kann auch denken, so eine ganz besondere Form von Glasnost in der bremischen Verwaltung. Ne? Aber dieser Kollege, auch GEW-Mitglied, auch heute noch GEW-Mitglied, sah das als völlig unproblematisch an. Es sagt dann, weil natürlich jetzt auch Protest, muss man ja auch sagen, von vielen GEW-Schulleitern und anderen kam, so etwas sich da vorzunehmen. Dieser Vorwurf der Schnüffelei ist ohnehin Ausdruck einer angsterzeugten und angsterzeugenden Tabubildung. Ein solches Tabu, also Kollegen bei politischen Aktivitäten zu beobachten, ist aber dem Bereich politischer Aktivität ist unangebracht. In dieser Hinsicht haben wir noch alle viel zu lernen. Wie das dann ganz praktisch aussah, hat er selber dann notiert am 17.02.1978. Extremistische politische Aktivitäten. Hier Studienassessor K., altes Gymnasium. Herr Dr. M. rief mich an, dass Herr K. mit einer Trompete unter dem Arm vor der Bürgerschaft gegen Fahrpreiserhöhungen demonstriere. Ich telefoniere mit Herrn Bader vom 6. Polizeirevier, der bestätigt, dass es sich um eine KBW-Demonstration gehandelt habe. Herr K. sei ihm seit 2 Jahren bekannt und seit ein paar Monaten festes Mitglied der Kapelle des KBW. Als solcher habe er bei der Demonstration mitgewirkt. Aus dem berichteten Vorgang ergibt sich, dass K. offenbar weiterhin für die KBW öffentlich aktiv ist. Dieser Vorgang ist in das weitere Verfahren gegen Herrn K. mit aufzunehmen. So, was sehr brisant war in Bremen, aber ich vermute auch in einigen anderen Bundesländern, zumindest in einigen Stadtstaaten, die jahrelange sozialdemokratische Regierung hatten oder haben, dass hier oft eine sehr enge Verquickung war von Mandatsträgern, GEW-Mitgliedern, hohen GEW-Funktionären auch. Das Ganze hat zu vielfältigen Problemen geführt. In Bremen beispielsweise manövrierte sich die GEW durch das Verhalten einiger dieser Kolleginnen und Kollegen in eine ganz prekäre Situation. Es wurde ein neuer Verein gegründet innerhalb der GEW, das war damals noch möglich. Es drohte die Spaltung der GEW. Der GEW-Funktionär, der auch Landesschulrat, das war ein anderer aber, wollte eine Organisation sauber und von Kommunisten und Chaoten frei haben. Nach einigen Auseinandersetzungen gelang es aber, die Einheit des Landesverbandes wiederherzustellen. In Berlin tobten gleichzeitig heftigste Auseinandersetzungen. Es gab den Großgruppenaustritt einer Gruppe unter der Leitung des sozialdemokratischen Senators Löffler aus dem Landesverband der GEW.
mit der Gründung der unabhängigen Gewerkschaftsgruppe. Das heißt also, der radikalen Erlass für mich zumindest wirkte tief in die GW und auch insgesamt in den DGB ein. Das traf insbesondere, muss ich leider sagen, auch bei dem damaligen GW-Vorsitzenden Erich Frister auf eine bestimmte Grundhaltung. Wir hatten eigentlich alle großen Respekt vor ihm aufgrund seiner bildungspolitischen Äußerungen. Er hat sehr viel getan, um das dreigliedrige Schulsystem zu problematisieren und Alternativen mit zu entwickeln. Aber an dieser Stelle war er beinhart. Er schrieb 1978 einen Brief, man muss sagen einen programmatischen Brief, an Stockholmer Lehrer, die sich beschwerten über die Berufsverbotepolitik. Der war auch damals abgebildet in der Erziehung und Wissenschaft. Und da heißt es dann, bei der Abwehr von Verfassungsfeinden gibt es örtlich Übereifer und Missgriffe. Dagegen kämpfen die Gewerkschaften. Sie übernehmen Rechtsschutz und so weiter. Das eine passierte noch nicht mal, aber das andere war ja nun auch nicht würdig sozusagen einer wirklich demokratischen Gewerkschaftssituation. In der Zeit war ich stellvertretender Bundesvorsitzender des Ausschusses junger Lehrer und Erzieher. Mein Bundesvorsitzender, der hier vorne sitzt, Rüdiger Oeffergeld, den ich lange nicht mehr gesehen habe und mich freue, ist er wieder, der hat damals einen Brief an Erich Frister geschrieben und darum gebeten, um Unterstützung für mich gebeten. Erich Frister schrieb dann zurück, ein halbes Jahr nachdem das Bundesverfassungsgericht geurteilt hatte, allein der Beitritt zu einer Partei wie der DKP würde reichen, schreibt Frister, im Übrigen muss ich darauf hinweisen, dass der Kollege Frank Behrens nun offensichtlich ein Opfer des Verhaltens seiner eigenen Partei wird, die uns daran gehindert hat, den Weg zum Bundesverfassungsgericht zu beschreiten. Auf diese Weise ist nunmehr das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes rechtlich unangreifbar geworden und wird selbstverständlich beim Verwaltungshandeln zugrunde gelegt. Soweit der GEW-Vorsitzende damals. Konsequent, das möchte ich an der Stelle wissen, noch mal sagen, Rüdiger Oeffergeld war gleichzeitig auch vom Berufsverbot bedroht und hatte schwere Zeiten, hat noch abstrusere Vorwürfe von der bayerischen Regierung sozusagen ertragen müssen und ist dann nicht mehr als Lehrer tätig geworden. Der Transfer sozusagen des radikalen Erlasses in den DGB hinein, in die GEW hinein, wurde natürlich insbesondere deutlich durch die Übernahme des Unvereinbarkeitsbeschlusses des DGBs damals auf die GEW. Da wurde auch viel Druck anscheinend ausgeübt, aber wie gesagt, in der Führung traf das durchaus auch auf eine gewisse Gegenliebe. Dazu schreibt Erich Frister in diesem zitierten Brief an die Stockholmer Kollegen, unter anderem dann, einmal äußerte er sich noch, das ist auch natürlich nicht ganz unwesentlich, zu den Regelanfragen und späteren Anhörungen, es gibt keine Verhöre. Die Gespräche, in Klammern Anhörungen, bei Einstellung werden, wenn politische Vorwürfe erörtert werden, protokolliert. Und dagegen kann jeder prozessieren in drei Instanzen. Zum Unvereinbarkeitsbeschluss sagt er dann, die Behauptung, dass Berufsverbote und Ausschließung aus der GEW oft Hand in Hand gehen, ist falsch. Ich glaube, hier sind auch einige, die andere Erlebnisse hatten. Ein Rechtsschutzgericht ist ausgeschlossen worden und dann haben sie ein Berufsverbot und damit war Schluss. Genau so war es. Der Kollege Ludwig ist zur Belohnung für dieses Verhalten zum Regierungspräsidenten aufgerückt. Das kriegt schon Hals. In der letzten EMW-Nummer, also Februar-Nummer, hat die Journalistin Helga Ballauf den Kollegen Hans-Peter de Laurent, ehemaliger Landesvorsitzender der GEW in Hamburg, zitiert. Er sagt, die GEW soll nicht der verlängerte Arm des Staates sein, mit dem Effekt, Leute mundtot zu machen und keine offene Auseinandersetzung mehr in der Organisation zu haben. Das ist der Tod der Demokratie.
dem kann ich zumindest nur zustimmen. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, Kolleginnen und Kollegen, ich hatte den Riesenvorteil. Ich war im Dienst, als die Vorwürfe kamen. Viele hunderte Kolleginnen und Kollegen standen draußen vor der Tür, wurden pauschal abgelehnt. Protest und Solidarität konnte sich oft wenig oder gar nicht wirklich entfalten. Nicht wenige dieser Kolleginnen und Kollegen sind darüber krank geworden. Andere wollten nicht mehr in der Schule arbeiten. Und fast alle haben neben psychischen Leiden starke, zum Teil finanzielle Einbußen auch gehabt. Von daher sind wir in Bremen, sage ich jetzt mal, umso froher, dass die bremische Bürgerschaft vor kurzem beschlossen hat, Schluss zu machen mit den radikalen Erlassen in jeder Form auch immer. Und auch der Bremer Senat, diese Richtlinien abgeschafft, gänzlich abgeschafft hat, mit den Betroffenen einen ideellen Abschluss sucht. Da wissen wir noch nicht so ganz genau, was das wirklich bedeutet. Aber es hat immerhin ein Gespräch zwischen Betroffenen und der Bremer Bürgermeisterin, der grünen Finanzsenatorin Caroline Lindert gegeben, die nach Aussagen der Beteiligten glaubwürdig erklärt hat, dass sehr ernsthaft versucht wird, Wege für Entschädigung auch zu suchen. Das sollte weitergehen. Deshalb denke ich auch mit der Bitte auch an die HV-Kollegen, hinten sitzende auf jeden Fall ja einige, dass die GEW in allen Bundesländern, finde ich, das aufgreifen soll und hier intensiv die Landesregierung bedrängen muss, das zu ändern. Ich kenne keinen Berufsverbotefall, also keinen Menschen, der Berufsverbot bekommen hat, dass irgendjemand offiziell sich irgendwann einmal entschuldigt hat von den Verantwortlichen. Das steht vielleicht aus, aber ich denke, notfalls verzichten wir darauf. Eigentlich wäre es durchaus im 40. Jahr des radikalen Erlasses dafür Zeit. So, ich bitte euch, nostalgische Anteile meines kurzen Vortrages hier zu verzeihen. Uns interessiert es ja insbesondere alle, glaube ich, gemeinsam, was heißt das für heute? Für mich heißt das insbesondere, dass der Widerstand gegen alle antidemokratischen Bestrebungen und Bewegungen gestärkt werden muss, auch durch unsere Gewerkschaft. Und das heißt für mich konkret auch, dass der Verfassungsschutz entweder grundlegend geändert, verändert werden soll, wenn das geht, oder abgeschafft wird. Applaus